So, wir hatten uns im Frühjahr ein paar Mal diesen Acker angesehen, wo also hier saatflache Arbeit erfolgt ist und wir dann auch Gefügeansprache mit der Palettengabel durchgeführt haben und so weiter. Und hier sieht man jetzt in den Fahrspuren, was das also für ein Boden ist. Das ist hier ein Tonboden, wo ich das Spatenblatt so reinstecken kann in die Fahrspurrisse. Das geht hier einfach auf Spatentiefe runter. Und das ist eben die Selbstlockerung des Tonbodens. Das ist das hier, wo ja durch die Fahrspur eine gewisse Bodenfestigung, Verdichtung vorliegt. Das aufreißt, aber auch im Bestand reißt das auf. Das ist die Selbstlockerung. Der Bestand sieht jetzt etwas besser aus als im Frühjahr, als wir noch Wasser hatten. Das Wasser ist jetzt weg, weil sich ja das Wetter entschieden hat, wieder hier große Trockenheit ausbrechen zu lassen. Der Bestand ist trotzdem erbärmlich. Also was heißt trotzdem? Der ist halt erbärmlich. Wir sehen das. Im Frühjahr hat er unter Nässe gelitten. Jetzt kommt zwar durch diese großen Risse Luft in den Boden, aber es ist ja gar kein Bestand in dem Sinn da. Also ist ja nur so hier ein paar vereinzelte Ähren. Die mögen jetzt vielleicht ganz gut ausgebildet sein zum Teil, aber das wird sicher kein Ertrag in dem Sinn. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die Struktur im Boden aussieht. Ich kann jetzt hier den ganzen Bodenblock, das hier vorne den Spaten. Und da hinten bewegt sich das noch. Ein zusammenhängender Block hier auf eine Meter Länge. Den kann ich so auch natürlich gar nicht rausnehmen. Ich wippe hier mal so ein bisschen, damit man das sieht. Der reißt also im Ganzen raus. Ringsrum. Ja, also hier vorne ist der Spaten, mit dem ich wippe. Und hier hinten einen Meter weg bewegt sich das noch. Auch nicht schön. Hier sehen wir auch in der Rille im Ritz, wie die Wurzeln abreißen. Die hängen jetzt hier in der Luft und trocknen natürlich auch von der Seite aus. Wir sehen da die Wurzeln, die unter Spannung stehen. Also der Boden lockert und bricht hier zwar auf, aber das ist jetzt für die Wurzeln auch nicht gerade schön. Hier mal an anderer Stelle. Da ist der Block etwas kleiner, aber es ist trotzdem, also ich wippe hier mit dem Spaten und zeige damit, also wie groß dieser Block ist. Der geht hier also komplett so auf 50 cm Länge einmal rum. Ein zusammenhängender Erdblock, der in sich nicht gelockert ist. Also die saatflache Arbeit zeigt auch jetzt, wo es so trocken ist, aus meiner Sicht keine Vorteile. Wo es oft heißt, das Wasser sparen wäre also ein Vorteil, das kann ich jetzt hier nicht erkennen. Die Bodenblöcke hängen zusammen. Ausgraben kann ich es gar nicht. Das kriege ich hier mit dem Spaten gar nicht raus. Wie der Flugneuer damit umgeht, weiß ich nicht. Das sieht man dann, wenn es soweit ist. Also es sind große zusammenhängende Blöcke, 50 cm bis 1 Meter Kantenlänge. Nur ganz grob. Die in sich nicht gelockert sind. Aber der Spaten geht eben hier runter auf Spatenblatttiefe, also reißt das auf. Das sind so, mal gucken, Spatenblatt so 25 cm. Also die eigentliche Grubentiefe geht jetzt hier dieser Riss runter, aber der Block in sich ist nicht aufgelockert. Also das Quellen und Schrumpfen der Tonminerale ist zwar richtig, aber das passiert nicht so, wenn man den Boden gar nicht gelockert hat, dass das nun hier eine feinkrümelige Krume würde. Das sind eben ganz andere Bedingungen.
der Pflanze eben auch nicht zuträglich durch das Abreißen der Wurzeln. Hier nochmal. Ich glaube, ein Video hieß misslungener Versuch. Weiß ich nicht mehr. Da habe ich das, haben wir uns das hier im Frühjahr angesehen. Also immer kann man den Spaten so reinstecken. Und dann kann man so ein bisschen wippen. Und sieht dann die Bodenblöcke zusammenhängen. Das kann man hier auch so ein bisschen rausnehmen, offenbar. Mal gucken, wie es da aussieht. Das ist also jetzt diese Schicht, in der die Pflanzen versuchen. Hier sehen wir schon wieder die Verdichtung. Es ist jetzt noch Feuchtigkeit da, das ist schon richtig. Es sieht auch jetzt nach einer gewissen Strukturierung aus, hier im oberen Bereich. Aber es ist hart. Ich kriege den Boden gar nicht auseinander. Wir haben hier bei dem Versuch mit der Palettengabel bei der Gefügeansprache mit dem Beil drauf umgeklopft. Gut, es ist mir also trotz allem Klopfen und Schlagen nicht möglich, hier den Spaten irgendwie in die Erde zu bekommen. Tiefer als 4-5 cm, also tiefer als die herbstliche Lockerung geht es nicht. Trotz der jetzt großen Bodenrisse, die wir ja hier überall sehen und die jetzt auch für ein tiefgreifendes Abtrocknen des Bodens unten sorgen, könnte fürs Flügen gut sein. Aber wir sehen hier, wie die Wurzeln da unter Spannung stehen. Hier unten in dem Riss. Das trocknet natürlich alles total aus. Also diese Idee vom gefügeschonenden flachen Bearbeiten, weiß ich nicht, ob das so zutrifft. Denn dieses Rissebilden verstärkt ja eher noch die Trockenheit jetzt. Wasserführung wird dadurch aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt verbessert. Geht nur für diesen Boden, gilt jetzt nicht pauschal, auf anderen Böden ist das sicher anders. Aber hier auf dem strengen Pseudoglei ist also dieses Saatflacharbeiten auch jetzt bei der Trockenheit im Juni nicht erkennbar im Vorteil. Diese Rissbildung zeigt also, dass hier der Boden unheimlich zusammenhängt. Das haben wir mit dem Beil damals gesehen bei der Gefügeansprache. Und jetzt in groben Rissen auseinanderreißt. Ja, hier kann ich sogar die Hand reinstecken, ja, bis zum Handgelenk kann ich so den Boden runterfassen. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie es aussieht nach dem Pflügen. Also hier in der Gerste sehen wir jetzt, dass jetzt gepflügt. Sehen wir in der Fahrspur auch diese Risse, ähnlich wie nach der saatflachen Arbeit. Wir gehen jetzt mal ungefähr an die Stelle, wo wir im Frühjahr die Palettengabel eingepiekst haben und gucken uns mal an, wie das da aussieht. Also hier im Mittelstand ist es das gleiche mit den Trockenrissen, wie nach der saatflachen Arbeit. Ich kann ja auch den Spaten so verstecken. Wenn ich jetzt wippe, ist in der Gerste natürlich schlechter zu sehen, weil die mehr bedeckt. Aber wenn ich jetzt reinpieke, sieht ganz anders. Ja? Ich kriege hier also gleich den Spaten rein, habe hier ebenso Feuchtigkeit. Krümeliges Bild. Ja, es ist ganz anders als nach der saatflachen Arbeit. Die Flugarbeit wirkt nach. Ich kann hier den Spaten reinstechen. Ich kann den Spaten wieder rausheben. Es ist zwar erschwert, weil es ja nun auch sehr trocken ist. Aber ich habe hier einen Boden. Belebt ist er auch. Also wir finden das gleiche wieder wie bei der Palettengabelprobe der Gefügeansprache. Ich kann hier normal ausgraben. Es ist alles sehr schwer, aber es geht. Und komme hier auf eine krümelige Krume. Ich will das mal so ein bisschen freilegen. Ja, so wie man sich einen Acker vorstellt.
So, das kann man hier hochholen im Boden. Man kann hier auf grünen Boden stößt man hier. Das werden wir beim Flügen deutlich merken, dass das also sehr unterschiedlich ist. Ich habe hier also, bin da jetzt nicht so geübt mit dem Handy und dem Graben. Ist auch ein fest zusammenhängender Boden, aber ist auch feucht, ist durchbohrt, weil hier im Frühjahr die Regenwürmer nicht erstickt sind. Ich kann ihn hier mit der Hand auseinandernehmen, hier mit einer Hand brechen. Das ist eine ganz andere Zugänglichkeit für Wurzeln, als nach dieser Saatflochenarbeit, ist auch gut durchwurzelt. Also wir finden hier im Grunde das Gleiche wieder, was wir bei der Gefügeansprache mit der Palettengabel auch hatten. Hier nochmal eingestochen, wieder mit dem Spaten. Andere Stelle, normale Struktur eines auf die große Trockenheit zugehenden Tonbodens, aber hervorragend krümelig. Ein ganz anderes Bild. Krümelig, teilweise bockig, aber durchwurzelbar. Mit dem Spaten eindringbar, man kann also reingraben, man kann es hier mit einer Hand auseinanderbrechen. Die Bedingungen entsprechend gut. Ja, es war ja eigentlich gedacht, dass ich beide Felder, also das benachbarte mit dem Weizen, dem vergleichbaren Boden, und hier das mit der Gerste, mit der gleichen Frucht bestelle. Das habe ich im Herbst irgendwie nicht hinbekommen. Das passt ja nicht. Deswegen ist das natürlich jetzt auch schwierig mit der optischen Beurteilung. Aber die Gerste hier sieht mir für eine Gerste deutlich besser aus als der Weizen, den wir uns eben angesehen haben, mit der Saatflochenarbeit da hinten. Hier ist halt ein Bestand drauf, hier sind Ähren drauf, hier ist ein beschatteter Boden, ja, also unten drin ist Schatten. Und ja, ein schöner Regen wäre schön, aber für die trockenen Bedingungen immer noch aus meiner Sicht ansprechend gut.